Halleluja! Wir sind wieder bei euch aus Uganda. Und ich freue mich so sehr, dass wir mit diesen Medien einander begegnen dürfen, uns einander ermutigen dürfen. Heute früh bin ich aufgewacht und habe wirklich den Herrn gefragt, Herr, macht es eigentlich noch Sinn, für die Zukunft zu planen? Wir verspüren einen Ruf nach Israel. Wir haben alle möglichen sonstigen Erweiterungen geplant von Schulen und Krankenhäusern. Macht es noch Sinn? Und dann hat der Herr gesagt, ich soll Haggai 2,9 lesen. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaut. Und ich will Frieden geben dieser Städte, spricht der Herr Zebaut. Dann hat er mir Habakuk 2,14 gegeben. Denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Dann in Habakuk 3,18 und 3,19. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Ich verstehe es nicht. Ich höre die schlechten Botschaften auf der ganzen Welt, aber auch viele gute. Und mein Herz sprudelt mit Freude. Ich habe den Eindruck, dass dieser Coronavirus zugelassen wurde, also wie ein Lautsprecher Gottes in die Welt. Kommt zurück zu mir. Ich will jetzt gar nicht im Einzelnen erläutern, das wissen viele von euch selbst, welche Missstände auf der ganzen Welt, besonders in den letzten 10, 20 Jahren, sich entfaltet haben. Und ich habe schon erwähnt, dass ich vor einiger Zeit zu Gott gesagt habe, lieber Gott, bitte tu etwas, damit die westliche Welt wieder erkennt, dass sie dich brauchen. Denn Gott zu brauchen ist die höchste Vollkommenheit. Und ich hatte den Eindruck, die westliche Welt hat sich so entfernt von dieser Gottesverbindung, von der Gottesnähe. Wir können ja alles selbst, wir haben alles selbst im Griff. Ich habe nämlich gesagt, Herr, sonst musst du dich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Und ich spüre jetzt, das ist ein Ruf Gottes, kommt zurück zu mir, kommt zurück zu mir. Und ich bin so dankbar, dass wir in Afrika, ja, erstens einmal haben wir es sehr warm, da kann der Virus gar nicht leben, aber haben die Afrikaner auch ganz wenig Angst vor diesem Virus. Viele haben mir gesagt, Mama, wir haben schon so viel erlebt und das haben wir auch überlebt und das werden wir auch noch überleben, den Coronavirus. Und ich glaube, dass Gott uns wieder zurückführt zu den wesentlichen Dingen des Lebens. Dass er uns zeigt, was eigentlich das Leben ausmacht. Und da möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, die zwar schon 1854 geschrieben wurde. Und zwar macht uns diese Parabel oder diese Geschichte klar, was unser Ziel sein sollte im Leben und was für uns das Wichtigste sein sollte. Eine Frau kam aus ihrem Haus und sah drei Fremdlinge mit langen weißen Bärten in ihrem Garten. Sie sagte, ich kenne euch nicht, aber ihr schaut hungrig aus und kommt doch herein und ich gebe euch etwas zu essen. Und sie fragten, ist dein Mann zu Hause? Sie sagte, nein, er ist nicht zu Hause. Dann können wir dein Haus nicht betreten, antworteten sie. Als der Ehemann dann nach Hause kam am Abend, erzählte sie ihm, was geschah. Und er meinte, geh und sag ihnen, ich bin jetzt hier, sie sollen doch hereinkommen. Die Frau ging nach draußen und fragte die drei Männer, ob sie jetzt hereinkommen möchten. Dann erwiderten sie, wir kommen nie zusammen in ein Haus. Warum nicht, fragte sie. Einer dieser Männer, der Älteste, sagte, mein Name ist Reichtum. Und zeigte auf den nächsten Mann und sagte, und dieser Mann ist Erfolg. Und der Dritte, und das ist Liebe. Dann sagte er noch, geh jetzt hinein und frag deinen Mann, wer von uns in euer Haus kommen soll. Die Frau ging zurück in das Haus und erzählte dem Mann,
was ihr gesagt wurde. Er war überglücklich. Wie wunderbar, schrie er. In dem Fall lass uns den Reichtum einladen. Lass ihn hereinkommen und das Haus erfüllen mit Reichtum. Die Frau stimmte damit überein. Nein, sie stimmte nicht mit ihm überein. Sie sagte, Liebling, warum laden wir nicht Erfolg ein in unser Haus? Und die Schwiegertochter kam gerade in diesem Moment in den Raum und sagte, ich habe einen Vorschlag. Wäre es nicht besser, wenn wir die Liebe einladen würden in unser Haus und dann wäre unser Haus erfüllt mit Liebe? Und dann sagte der Mann, lass uns jetzt den Rat unserer Schwiegertochter folgen, geh hinaus und lade die Liebe als unseren Gast ein. Die Frau ging hinaus und fragte die drei Männer, wer von euch ist Liebe? Bitte komm und sei unser Gast. Die Liebe stand auf und ging in das Haus. Aber die anderen zwei sind auch aufgestanden und sind der Liebe nachgefolgt. Ganz überrascht fragte die Frau den Reichtum und den Erfolg. Ich habe nur die Liebe in unser Haus eingeladen. Warum kommt ihr jetzt auch mit? Der alte Mann antwortete, mit allen anderen. Wenn du den Reichtum und den Erfolg eingeladen hättest, dann wären die anderen, oder den Reichtum oder den Erfolg eingeladen hättest, dann wären die anderen zwei draußen geblieben. Aber weil du die Liebe eingeladen hast, kommen wir auch. Denn wo die Liebe ist, da ist auch Reichtum und Erfolg. Und ich glaube, wir haben es in der Welt ganz umgekehrt gemacht. Wir haben vieles vernachlässigt, besonders Familien, Beziehungen, um Reichtum und Erfolg zu bekommen. Aber wenn wir das an erste Stelle setzen, was Gott am wichtigsten ist, nämlich Liebe, dann werden Erfolg und Reichtum folgen. Das wird eine natürliche Folge sein. Und so glaube ich, ruft uns Gott zurück in ein Liebesverhältnis mit ihm. Das ist schon mal an erster Stelle. Die Liebe, ihr Lieben, wir können nicht lieben, wenn wir uns nicht zuerst lieben lassen. Und so müssen wir zu ihm kommen und uns von ihm lieben lassen, seine Liebe annehmen und dann mit unserer Liebe erwidern. Und dann diese Liebe herzhaft weitergeben, genauso herzhaft, wie wir sie empfangen haben. Und ich vertraue, dass du schon auf diesem Weg bist, denn das wird jetzt kommen. Der Herr hat mir gesagt, dieser Coronavirus ist die Einleitung einer ganz neuen Dimension an Lebensqualität. Ich glaube, Gott hat mit diesem Coronavirus alle Götzen dieser Welt berührt und sie werden gestürzt. Das eine ist Mammon, das zweite ist Macht, dann Vergnügen, Gesundheit. Alles, was wir an erste Stelle setzen, wurde angegriffen und entmachtet. Und wenn wir aber Gott an unsere erste Stelle in unserem Leben setzen, dann, ihr Lieben, heißt nämlich das Wort Gottes, suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Und zuerst heißt, dass unsere erste Liebe Gott gehört. Ein großer Evangelist hat einmal gesagt, gib mir 5 Menschen, die Gott mehr lieben als alles andere und die Sünde mehr hassen als alles andere und ich werde mit ihnen die Welt verändern. Ihr Lieben, das ist Realität. Gott hat uns erlöst auf dieser Welt, damit wir seine Erlösung ausleben. Aber wie viel sehen wir schon ausgelebte Erlösung? So viele Menschen kreisen auch noch unter den Christen um sich selbst herum. Ich mich meiner mir, Herr, segne doch uns 4. Sie jammern, sie meckern, sie raunzen, sie murren, sie knurren. Sie haben noch nicht ihr Leben bedingungslos in die Hände Gottes gelegt, damit er durch sie mit ihnen Reich Gottes bauen kann. Und das ist es nämlich. Der Herr hat mir gesagt, es ist eine Herrlichkeit vor uns, die die Welt noch nicht gesehen hat. Und zwar eine weltweite Herrlichkeit. Gott möchte uns nämlich segnen und wir sollen ein Segen sein. Gott möchte mit uns sein, jede Sekunde. Und er will uns nie verlassen.
Es heißt im Wort Gottes, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. Er will uns unterweisen, er will uns den Weg zeigen, er will uns mit den Augen führen. Und da muss ich dazu sagen, ich habe schon einige Kinder großgezogen und ich war immer sehr dankbar, wenn meine Kinder so weit waren, dass sie auf meine Augen geschaut haben. Ich musste sie nicht mehr verklopfen, die Öhrchen auf ihrem Hinterteil waren schon weit offen und ich musste nur, sie erkannten an meinem Blick, ob es Wohlwollen war oder ob Korrektur darin lag. Und so möchte Gott uns haben. Er möchte, dass er uns mit den Augen lenken kann. Er will uns helfen, er will uns stärken, er will uns erhalten. Er will uns trösten, er will uns vergeben, er will unser Gott sein. Er will uns einen neuen Geist geben, und zwar seinen Geist. Er will, dass wir seinen Namen groß machen, wieder heilig machen. Er will sich uns offenbaren. Er will uns reinigen. Er will alle zu sich ziehen. Er will, dass wir bei ihm sind. Er will uns erquicken. Er will, dass wir Frucht bringen. Er will, dass wir Einfluss ausüben, wo immer wir sind. Und da, glaube ich, ist jetzt ganz besonders die Christenheit gefragt, ob wir wirklich bereit sind, Einfluss auszuüben. Denn das ist unser Auftrag. Wir sollen die Welt beeinflussen mit dem Reich Gottes. Ich lebe in Uganda und es braucht für Neuankömmlinge nicht Monate, sondern in 2-3 Tagen erkennen sie, dass dieser Staat Uganda von einer Macht weit weg sehr beeinflusst wurde. Wir fahren auf der linken Seite. Wir sprechen alle Englisch. Wir haben das britische Schulsystem. Wir haben die britische Gerichtsbarkeit. Bei uns tragen die Geschäftsleute bei einer Affenhitze Krawatten, Anzüge und trinken noch heißen englischen Tee. In unseren Schulen wird die europäische Geschichte viel mehr gelehrt, wie die afrikanische. Auch die Richter sitzen mit weißen Perücken bei einer katastrophalen Hitze in den Gerichtsräumen. Das haben die Kolonialisten vollbracht. Wisst ihr, ich habe mir sagen lassen von einem kundigen Menschen, dass 1832 die Briten viele Kundschafter nach Afrika geschickt haben, um zu erkennen, wie kann man diesen Kontinent sich zu eigen machen. Sie brachten folgenden Bericht zurück. Wir fanden den reichsten Kontinent. Die Menschen haben starke Strukturen. Keinen einzigen Arbeitslosen haben wir getroffen, keinen einzigen Dieb. Sie haben große Beziehung, starke Beziehung zu ihren Kindern. Und der einzige Vorschlag, den wir haben, um diesen Kontinent uns untertan zu machen, ist, wenn wir sie überzeugen können, dass wir Briten etwas Besseres ihnen bringen, als sie haben. Und das ist ihnen leider gelungen, ihr Lieben. Auch heute noch denken viele Afrikaner, alles ist besser, was von China kommt, von den arabischen Ländern, von Europa, von Amerika. Aber ich vertraue, dass jetzt die Zeit kommt, wo sie aufstehen und erkennen, sie sind der reichste Kontinent. Und Gott hat Großes vor mit ihnen. Ich glaube, wir werden einen afrikanischen Kontinent noch erleben, der der Welt Freude bringt, der der Welt Lösung bringt, der für die Welt nicht mehr Dunkelheit ist, sondern Licht. Es heißt nämlich in Matthäus 13, 33, da redet Jesus von einem Gleichnis vom Sauerteig. Er sagt dazu ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Der Sauerteig ist immer größer als der Teig ist immer größer als der Sauerteig. Der Sauerteig oder der Germ oder die Hefe schaut hilflos aus.
Sie wächst nur unter Druck. Und man kann, wenn sie sich einmal vermischen, kann man das nicht mehr auseinanderhalten. Ihr Lieben, wir sollen Sauerteig, Hefe, Germ in unserer Welt sein. Wir sollen kühn werden mit unserer Beeinflussung des Reiches Gottes für unsere Umgebung. Ich spreche hier nicht von Religionen. Ich spreche hier von gelebtem Evangelium, wo die Welt erkennt, dass Jesus Christus die Liebe ist und dass Jesus Christus alle Flüche schon getragen hat. Ich möchte euch da jetzt... Wo habe ich denn das jetzt? Hier. Möchte ich euch lesen, was Jesus alles am Kreuz getan hat für uns. Jesus hat unsere Schuld getragen. Er wurde für uns geschlagen, damit wir heil werden. Er hat unsere Sünde auf sich genommen, damit wir seine Gerechtigkeit werden. Er hat den Tod auf sich genommen, damit wir leben können. Er hat den Fluch am Kreuz auf sich genommen, damit wir Segen empfangen können. Er hat unsere Armut getragen am Kreuz, damit wir an seiner Fülle teilhaben können. Er hat unsere Schande, unsere ganze Schlechtigkeit ans Kreuz genommen, damit wir in seiner Herrlichkeit strahlen können. Er hat unsere Ablehnung ans Kreuz genommen, damit wir die Annahme im Vater genießen können. Er wurde, und das war der einzige Moment, wo Jesus vom Vater im Himmel getrennt wurde. Er wurde getrennt, weil er unsere Schuld auf sich nahm. Er wurde zum Sünder, damit wir ewige Gemeinschaft mit Gott haben können. Und unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt, sodass der neue Mensch, nämlich Christus in uns, leben kann. Und das hat er alles gemacht. Und das sollen wir der Welt weitergeben. Und das werden sie erst empfangen, wenn sie es in uns sehen. Sie müssen zuerst sehen, dass das bei uns sich manifestiert. Also wir sollen ein Stück Reich Gottes entstehen lassen, wo immer wir sind. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Wir sollen einfach Einfluss ausüben. Wir sollen Reich Gottes auf diese Welt bringen. Und zwar nur die Menschen, die von der Welt nicht verändert werden, werden die Welt verändern. Und das Reich Gottes ist eine Invasion und bringt drastische Veränderung, die zuerst in jedem unserer Herzen beginnt. Die Welt wird sich nur so viel verändern, wie du dem Herrn erlaubst, dein Herz zu verändern und dem Herzen Jesu ähnlich zu machen. Und da, glaube ich, stehen wir jetzt vor einem Durchbruch, wie es die Welt noch nie erlebt hat. Wisst ihr, Jesus kam das erste Mal, um für unsere Schuld zu bezahlen, damit wir zurückkommen in diese Gotteskindschaft, zurückkommen in ein erlöstes Leben. Aber die Vorbereitung, die jetzt stattfindet, ist, dass Jesus kommen kann, um zu herrschen. Zu herrschen. Und das erkennen jetzt schon viele Religionen, dass Jesus kommen wird, um zu herrschen. Im Psalm 145, 11 bis 13 heißt es, es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Frommen. Dich preisen. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Es geht nicht mehr um Religion. Es geht um die Herrlichkeit des Reiches Gottes. Sie werden reden von deiner Kraft, um den Menschen kundzutun, deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ein Reich aller künftigen Zeiten. Deine Herrschaft dauert durch alle Geschlechter hindurch. Ihr Lieben, der gesamte Erdball wird vorbereitet, damit der König kommen kann zu herrschen. Aber die modernen Menschen wollen ja keinen König, die wollen eine Demokratie. Die wollen selber die Herrscher sein. Ihr Lieben, da muss noch viel Umdenken geschehen. Jesus ist der König und wir sind seine Untertanen oder seine Königskinder. Aber die Königskinder schauen auf den König. Im Matthäus-Evangelium 6,10, da steht dieser Teil unseres Vaterunsers, den wir da Tausende schon beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das hat bisher noch nicht stattgefunden.
Und das wird die nächste Dimension sein. Wir sollen den Willen Gottes vom Himmel auf die Erde bringen. Es ist unsere Aufgabe, die Nationen mit dem Reich Gottes, und bitte erschreckt jetzt nicht über dieses Wort, zu kolonialisieren. Wir sollen ein Reich von weit her, das Reich Gottes, dorthin bringen, wo wir sind. Wir sollten eine Invasion des Himmels auf die Erde bringen. Und bei einer Kolonialisierung beeinflusst ein Königreich, das weit weg ist, die Menschen, die gerade um dich herum sind. Ihr Lieben, ich glaube, wir stehen vor den aufregendsten Zeiten, die diese Welt je gesehen hat. Ich bin mir natürlich total bewusst, dass viele Menschen gestorben sind und ich vertraue, dass die alle Jesus gekannt haben. Und jetzt denen geht es viel besser, als es uns hier noch geht auf Erden. Aber ich ermutige dich, wach auf und werde Licht. Du bist das Licht der Erde, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Du bist das Salz der Erde. Du bist ein Kolonialist Gottes auf dieser Welt, um ein Reich, sein Reich, von weit her dorthin zu bringen, wo du bist. Und du wirst sehen, dadurch wirst auch du sehr gesegnet werden. Es ist für mich eine ganz besondere Gnade, zu erkennen, dass das, wie uns Jesus geführt hat diese ganzen Jahre, genau das bewirkt. Und wisst ihr, eine Gemeinde, die nur um sich herumkreist, um ihr Gebäude, um ihren Pastor, die hat noch nicht begriffen, wozu sie da ist. Wir Gemeinden, wir sollen hinaus in die Welt und andere Gemeinden gründen und den anderen Menschen den Weg zeigen. Und dann erst sind wir fruchtbar. Ich glaube, wir müssen aus der Ich-Bezogenheit herauskommen und Gott erlauben, uns zu verwenden, und zwar in der ganzen Welt. Da habe ich noch eine ganz wunderbare Geschichte, die ich euch vorlesen wollte. Und zwar die Geschichte von dem König mit den leeren Händen. Es ist zwar eine Weihnachtsgeschichte, aber sie passt auch hierher. In einer Kirche sollte ein Krippenspiel sein, wie jedes Jahr an Heiligabend. Diesmal hatten junge Leute das Krippenspiel selbst geschrieben. Und sie hatten wirklich an alles gedacht, sogar an Ochs und Esel. Ja, sogar an das Stroh. Bei der Generalprobe, bei der angeblich alles schief gehen muss, ging tatsächlich allerhand schief. Kaum einer hatte seinen Text im Kopf, die Kulisse war noch nicht fertig. Und was das Schlimmste war, die drei Könige hatte man schlicht vergessen. Aus unerfindlichen Gründen hatte man diese so wichtige Rolle überhaupt nicht besetzt. Da man sie aber irgendwie doch für unentbehrlich hielt, schlug jemand vor, in der Gemeinde herumzufragen, wer spontan bereit wäre, König zu sein. Es müsse ja jetzt kein Text auswendig gelernt werden. Es würde nur genügen, wenn die drei Geschenke mitbrächten und diese in die Krippe legen. Getan, gesagt, getan. Und so war es wieder einmal ganz plötzlich Weihnachten und der Heilige Abend stand auf dem Programm. Die Kirche war voll, die Leute gespannt und die Schauspieler aufgeregt. Das Krippenspiel begann und es lief gut, wunderbar, niemand blieb hängen und wenn doch mal einer ins Stottern kam, war es genau an der richtigen Stelle und hatte zur Weihnachtsgeschichte wunderbar gepasst. Und dann die letzte Szene, Auftritt der drei Könige, die last minute zu dieser Ehre gekommen waren. Ungeprobt traten sie auf, so wie es eben ist im Leben. Der erste König war ein Mann, mitten 40 vielleicht oder schon älter. Er hatte eine Krücke dabei, die er offenbar gar nicht brauchte. Alle schauten gespannt und spitzten die Ohren, als er die Krücke vor der Krippe ablegte und sagte, ich hatte in diesem Jahr einen Autounfall. Ich lag lange im Krankenhaus. Niemand konnte mir sagen, ob ich je wieder laufen kann. Jeder kleine Fortschritt war für mich ein Geschenk. Diese Zeit hat mein Leben verändert. Ich bin aufmerksamer und dankbarer geworden. Es gibt für mich nichts Kleines und Selbstverständliches mehr. Aufstehen am Morgen, sitzen, gehen, stehen, dabei sein, alles ist wunderbar. Alles ein Geschenk. Ich lege diese Krücke vor die Krippe als Zeichen für meinen Dank für den, der mich wieder auf die Beine gebracht hat. Es war still geworden in der Kirche, als jetzt der zweite König nach vorne trat. Es war eine Königin, eine Mutter von zwei Kindern. Sie sagte, ich schenke dir etwas, was man nicht kaufen und nicht sehen und nicht einpacken kann. Und was mir heute das Wertvollste ist. Ich schenke dir mein Ja, mein Einverständnis zu meinem Leben.
wie es geworden ist, auch wenn ich zwischendurch oftmals nicht mehr glauben konnte, dass du wirklich einen Plan für mich hast. Ich schenke dir mein Ja zu meinem Leben und zu allem, was dazugehört. Mein Ja zu meinen Schwächen und meinen Stärken, meinen Ängsten und meiner Sehnsucht, zu den Menschen, die zu mir gehören. Ja, mein Ja zu meinen Zweifeln und auch zu meinem Glauben. Ich schenke dir mein Ja zu dir, Heiland dieser Welt. Jetzt trat der dritte König vor. Ein junger Mann mit abenteuerlicher Frisur, top gekleidet, gut gestylt, so wie er sich auf jeder Party sehen lassen könnte. Alle hielten den Atem an, als er mit ziemlich lauter Stimme sagte: Ich bin der König mit den leeren Händen. Ich habe nichts zu bieten. In mir ist nichts als Unruhe und Angst. Ich sehe nur so aus, als ob ich das Leben leben kann. Hinter der Fassade ist nichts, kein Selbstvertrauen, kein Sinn, keine Hoffnung. Dafür aber viel Enttäuschung, viel Vergebliches, viele Verletzungen. Ich bin der König mit den leeren Händen. Ich zweifle an so ziemlich allem, auch an dir, Kind in der Krippe. Meine Hände sind leer, aber mein Herz ist voll, voller Sehnsucht nach Vergebung, Versöhnung, Geborgenheit und Liebe. Ich bin hier und halte dir meine leeren Hände hin und ich bin gespannt, was du für mich bereithältst. Tief beeindruckt von diesem unerwarteten Königsauftritt entstand jetzt eine merkwürdige Sprachlosigkeit. Bis Josef spontan zur Krippe ging, einen Strohhalm herausnahm, ihn dem jungen König in die Hand gab und sagte: Das Kind in der Krippe ist der Strohhalm, an den du dich klammern kannst. Weil alle spürten, dass so gesehen alle mehr oder weniger Könige mit leeren Händen waren, trotz voller Taschen und Geschenke, konnte man die Betroffenheit mit Händen greifen. Und so kam es, dass am Ende alle Leute in der Kirche nach vorne zur Krippe gingen und sich einen Strohhalm nahmen. Und da wurde auf einmal deutlich, dass es am Heiligen Abend ganz und gar keine Schande ist, mit leeren Händen dazustehen, sondern geradezu die Voraussetzung dafür, dass man etwas entgegennehmen, etwas bekommen kann. Und ihr Lieben, wir sollen Jesus täglich empfangen. Wir sollen täglich bereit sein, ihn aufzunehmen in unser Leben, damit wir nicht mit leeren Händen durch die Welt gehen. Denn er wird alle unsere Bedürfnisse befriedigen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ihr Lieben, haltet euch an Jesus Christus. Sagt ihm: Komm du in mein Herz. Sei du mein Leben. Ich brauche dich. Ich gebe dir meine ganze Schuld. Ich gebe dir mein ganzes altes Leben. Und ich empfange dich als meinen Heiland, als meinen Erlöser, als meinen Retter, als meinen Versorger, als meinen Beschützer, als meinen großen Bruder, als meinen Bräutigam, als meinen Geliebten, als meinen König, als mein Leben, als meine Gerechtigkeit. Der Herr segne dich und benütze diese Zeit, um in deinem Leben eine neue Dimension an inniger Verbindung mit deiner Quelle des Lebens, Jesus Christus, zu schaffen. Shalom, Shalom.